Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harz. Mit A, nicht mit IA. Ja, genau. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gelöst und dann müssen wir wieder rauf. Wir wollten ein bisschen Spuren lesen, hä? Ein bisschen Spuren lesen, ne? Da unten sind Spuren. Ja, ganz viele Spuren. Und genau, wir wollten da extra nicht weitermachen, dass wir wenigstens noch ein bisschen was machen und nicht blindlings in die Folge stolpern. Da hat vorher die Musik gespielt und jetzt nicht mehr. Finde ich nicht nett. Ja. Der Schlüssel, damit können wir bestimmt jetzt rechts aufmachen, aber egal. Ich schätze mal, hier finden wir die nächste. Ja, kann man aufmachen. Ach, erstmal umgucken. Ja. Fernseher gucken. Eventuell gucken die nächste Karte. Fürs Symbol. Ja, ist eine. Wo? Da. Eine 5. 5. Wo ist das Symbol? Decke? Ach, ist hell. Nein. Hm. Ja. Somewhere here. Tür zu. Nee, doch nicht. Das wäre natürlich nicht alles versteckt. Die Tür ist auch nicht. Da ist die Karte drin. Bild. Ja. Das X oder was das halt ist. Ah, da fehlt dann immer noch eins, aber da müssten wir noch das Ding. Da fehlt noch das Ding, ja. Man könnte auf, drücken kann man ja nicht. Wahrscheinlich, ja gut, ist recht sinnvoll gemacht, weil sonst könnte man ja durch simples Durchprobieren die Tür aufmachen, ne? So, 5 war das, ne? Das ja. Ist, schon. Passt schon. Immer noch zu? Ja. Natürlich. Wir brauchen noch ein Kartal. Ein Rechteck brauchen wir. Probier mal die linke Tür mit dem Schlüssel. Die hier? Ja. Haha! Ah. Alles richtig ja, gemacht. Nee, das. Gut. Dann bin noch nicht fertig. Die andere Tür war zugesperrt, aber. Die da in dem Zimmer. Also die andere, die war auf. Und vorher hat irgendwas Klavier gespielt. Und ich glaube, das war in dem Nebenzimmer. Ja, hier gibt's ja kein Klavier. Ja, ja, ach, echt. Erstmal zurückgehen, ja. Erstmal gucken, ob hier Fallen stehen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass wir hier das Quadrat finden. Wirklich? Das ist schon ein bisschen ich finde, das ist schon ein bisschen überdimensioniert, der Glühbirne da hinter dir. Ja, aber das gibt's ja. Ja, ja. Gibt da so riesen Dünger. Das ist was, Notiz. Notiz? Die lese ich noch nicht. Würde ich schon, bevor du das holst. Gucken. Ja, ja, aber ich. Lass mal umgucken hier. So, ich sehe nichts mehr sonst. Nicht, dass sich immer was triggert, weil sowas wird gern als Trigger verwendet. Oder grundsätzlich. What did make me enter this goddamn house? Haunted by this terrible creature, I slowly but surely go crazy. What should I do? Again and again I find myself in that end and there is no way out how to escape. Seit er hat's ja überlebt, ne? Das ist ja doch nicht in the fridge. Komisch. Vielleicht ist es ein anderer, es waren mehrere Detektive. Selbe Handschrift. Again whispers of walls, shadows, shadows, shadows. How long will it continue? Kill me, just kill me. Just kill me, finally. Kill. Why should I suffer? And this strange book from basement. Ah, okay. What should I do? Wenn der da runtergekommen ist. Wie hat er das dann, als wir zugemacht und die Scheißschlüssel versteckt? Das ist das Zweite, wieso hat er das Buch nicht mitgenommen? What should I do with it? Oder der Mörder hat es danach alles wieder aufgeräumt. What ganz einfach. Do with the drunk kids? Ja. There is nothing interesting. No occult drawings or any notes. Nothing more than just a collection of poems. I left here alone, alone with moan of wind. Oh, das tut ein bisschen weh. Wind. All windows are closed. There is something unusual in this cabinet. I should find where from this draft is coming. Next, if you find this note, listen to wind. There is secret room somewhere here. Ach, Wind hören? Ich höre den ganzen Tag. Ist der eigentlich ganz sauber? Jetzt können wir auf jeden Fall in den Keller gehen. Da ist die ganze Zeit zum Rauschen, ne? Aber irgendwo hatte ich hier vorhin den Eindruck, dass es schwächer ist. Wenigstens vielleicht ein Buch ziehen. Ich glaube manchmal, ach, der Loop von diesem Rauschen, da ist kurz Stille. Nee, das kann sein, ja. Ja. Da müssen wir mal runtergehen, ne? Wieso hinterlegt man ein Rauschen als Ambiente? Okay. Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Ja, mach auf. Kein Thema. Ja, hallo? Hallo? Hören Sie mich?
Hören Sie mich, kommen Sie mal raus. Mhm. Okay, will wohl nicht. Nein. Nicht die Bohne. Achso. Sag mal, leuchtet das? Nee, dezent. Hat der überhaupt da geklopft? Weil ich bin mir da nicht so sicher, ob das Spiel so toll mit dem Audio arbeitet. Wie ich schaue, ein kurz bisschen weit aus unten. Wie eine Geheimtür, aber das war nicht. Ja, schön mit Normlex. Okay. Hier sollte ein Buch sein. Schön ist, hier kann man ja, also, was heißt schön, du kannst halt nichts anklicken. Also das ist halt ja, eher so richtig oldschool eigentlich schon. Obwohl das die Grafik für oldschool eigentlich schon zu neu ist. Ja, ist da nicht ein Geheimraum? Drück mal links, ist doch da. Was? Rechts? Oben links da. Ah. Und jetzt? Und da noch. Und da noch. Hä? Wahrscheinlich 1000 Schalter, oder? Sehe ich aber wirklich keinen mehr. Eine kleine Treppe. Da ist noch einer. Fett. Find all bricks. Das sieht nicht aus, als könnte ich da durchgehen, ne? Na, ein bisschen zu groß. Oh, eine Taschenlampe. Remember the way and never forget. Ha. Oh nö, hier wird man bestimmt gejagt. Ui. Ach du Scheiße. Oh je. Okay, das ist schon mal. Immer in der rechten Wand entlang, dann geht's. Wenn man verfolgt wird, ist es aber eine schlechte Idee. Aber da komme ich. Nee, komme ich nicht da raus. Scheint richtig zu sein, sonst wäre der Weg kaum so lang. Wenn man dann verfolgt wird zum Schluss. Boah. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob die was damit zu tun haben. Ah, schön. Also ich versuch's mir zu merken. So ist nicht. Ne? Ja. Aber das hat er mit Fleiß so lang gemacht. Ich glaube, der Weg war richtig. Jetzt, wenn du auch rückwärts den richtigen Weg wieder instinktiv findest, alles kein Dann Thema. Dann bist gut. Nee, ich weiß nicht mehr. Wir laufen wahrscheinlich ganz im Kreis. Wirklich? Remember the way, fick dich. Was stand da? Hier waren wir noch nicht. Nee. Gott. Ach du Scheiße. Was hat denn der da wieder gebaut? Das wird mir ja nie raus. Nee. Oh Gott. Toll. Ich hab das Ende gefunden. Waren wir da? Da, ja. Da geht's lange geradeaus. Und dann links wieder rein, weil das da war ein Sackgasse rechts, oder? Schauen wir mal schnell. Halt. Das war eine Sackgasse, gell? Nee. Das war schon wieder woanders. Ah. Dann sind wir da vorhin nicht hinlang gekommen. Oh Gott, des Himmels Willen. Wahrscheinlich führen alle Wege dahin. Wahrscheinlich. Wer baut denn so einen Unsinn im Keller? Vor allem, das dauert auch und kostet. Ja, ja. Was das kostet? Aber es ist das Haus ist stabil. So, jetzt muss ich da draufklicken, dann geht's los. Ja, wieder zurück, ja. Da ist sie. Da kamen wir her. Okay, wir sind am Arsch. Rechts rein, ja. Links, leer, was machst du denn? Links, da links. Wo ist sie da? Ah, nee, nächstes, oder? Hm. Wie nice. Nee, ist richtig. Weiß ich nicht, aber die kann dich nicht einholen, weil sonst wäre das Spiel ja unfair. Na, das zweite. Shit. Rechts. Daran erinnere ich mich sogar noch.
Sind wir gut! Hui! Muss man erst mal schaffen, gell? Ja, leck mich doch am Arsch! Instinktive Regel. Aber warum schaltet er das Licht aus? Du Affe! Kannst du F drücken? Was ist denn dumm Brot? Ja, aber echt. Jetzt ist die Elektrizität kaputt wieder. Ja. Was haben wir jetzt überhaupt gesammelt? Das Buch. Das bringt doch nixen. Jetzt haben wir nixen. Da können wir jetzt da oben reingehen. Mal, nein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil wir haben jetzt erst 2 Achievements. Von 9. Also, nein. 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 Was bringt uns dieses Buch? Tja. Ja, vielleicht ist da jetzt auf. Was nicht ganz logisch wäre. So. Jetzt baut es langsam Atmosphäre auf. Mhm. Mit dem Wind müssen wir noch. Ja, den höre ich jetzt aber nicht. Der Wind aus meiner Hose. Nee, jetzt hörst du nichts mehr, ne? Das hätten wir vielleicht vorher lösen müssen. Oh. Da hast du ja eigentlich auch nichts gehört. Es ist noch eigentlich eine Tür, die nicht mehr aufgeht. Oh, geh nochmal in das Arbeitszimmer rein. Vielleicht. Hier, meinst du? Ja. Und dann rechts. Hier hat das ja gesagt, ne? Mhm. Oh. Sieht man ja gar nichts. Es geht, aber... Lies mal die Notiz. Ha! Huh. Fett. Aha. Ah. Da war das doch so, dass hier am lauten ein bisschen Wind ist. Oh Gott, was ist denn da schon wieder? Notiz. I was finally able to get the hero alive. Can I solve this mystery? I think I'm close enough. The mystery is so close to solve. Wow. This place was the most protected in the house. To be solved. Passiv. Hm? The mystery is so close to be solved. Passiv. Achso, das meinst du, ja. Mhm. Das verbessern ist jetzt. I had to spend a lot of time to get here. Now I hear footsteps. I hope there will be a safety place. An attic where I can hide from him. Him? Good luck. Was immer next, höher. I hope she won't need. Die ist vielleicht genderfluid. Okay. Ja, das kann man nicht so machen. Schade. Treppe rauf. Anzünden. Ein Spinnennetz. Hoppla. Aber es leuchtet ganz schön nett. Ist nicht ganz real. Hm. Ah, Kasse. Was? Was? Was zum Geier? Das war jetzt aber irgendwie uncool. Oh, steht hier nicht da? Wo? Das da ist ein Sack. Ach, ist ein Sack. Ja, ich hatte auch vorher einen Sack angehabt. Ja, ja, also. Ich dachte es auch kurz. Was sollen wir jetzt hier oben eigentlich? Das ist der einzige Ort. Achso, auch, okay. Gucken! Mit der Augen? Ja. Er sagt ja, dass das der beschützteste war. Da war ich gerade, naja. Seil. Ganz wichtig. Um sich zu erhängen. Super. Aha, da ist er wohl. So, dann hast nehme ich dir mal gemerkt? Den Schlüssel ab, mein Lieber. Ja, ja. Da kannst du noch. Warte mal kurz, halt. Da. Kannst du da. Ist gar nichts. I need something to open this door. Ja. Mhm. Le Brecheisen brauchen wir da. Das ist keine Brecheisen. Diese Schüssel. Ah, das finden wir wahrscheinlich unten. Ach nee, halt. Was unten? Ach, ja, stimmt. Ja, ich habe auch einen Schlüssel gefunden. Also, stimmt, wir haben 2 Türen, die noch aufgehen müssen. Mhm. Einmal in der Höhe und einmal da beim Keller. Wieso ist die Tür zu? Mhm. Ach, leck mich. Ach, komm, fick dich doch. Jetzt muss ich doch oben gucken, ja. Was willst du denn oben gucken? Ah, oben, über der Tür? Nee, nee, oben, ob ich irgendwo irgendwas finde. Hm.
Wieso ist jetzt leise? Loopt es jetzt schon wieder? Ja. Ja. Alter. Allein, weil es so billig gemacht ist, weiß man auch nicht ganz, was passiert da jetzt. Mhm. Kannst du nicht mal da nicht? Ja. Lauf vorwärts! Mary. Wo war sie denn? Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn? Ja, wir fangen jetzt wieder hier an. Immerhin speichert. Ja. Ba, 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 ba. Oder? Bitte? Was? So, jetzt gehe ich wieder runter. So, ja, weil es gibt hier nichts zu tun. Und dann wieder hoch. Kam ich von vorne oder von hinten? Tja. Da ist sie. Wo muss ich hin? Ich glaube, das war aber schlecht. Meinst du? Ja. Ah, da links war sie ja. Hä? Wie sind da jetzt hingekommen? Also musst du wieder runter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Also gibt schon, aber... Ja. Ist aber auch so, das käme sie auf mich zu. Nee, erst in der nächsten Runde. Jetzt waren wir vorher so gut bei dem Laufen. Und jetzt so kacke. Piep. Na, du sollst wieder runterlaufen. Ah! Ach so, nach dem Trigger dann nochmal runter. Ja, mal gucken, ob das nicht dann immer noch zu gut ist. Ja. Vielleicht kann... Ja, keine Ahnung. Ist jetzt wieder? Ja. Sehr gut. Das war wahrscheinlich Absicht, weil vorher ist es nicht getriggert worden und deswegen... Nägel. Hab du Nägel? Ja, so, jetzt aber. Tatsache. Was ein Scheiß. Ah! Bleib hier nicht hängen. Hm. Hä? Ach, wir verstecken uns. Ach, witzig. Ups. Mach's Licht aus. Weird. Ja, dann halt nicht, ne? Also so früh da rausgehen halte ich aber für sehr vage. Mhm. Uff. So, jetzt könnte man da schauen, ob die Tür da aufgeht. Müsste ja. Nein, ist es die untere beim Keller. Ist aber eine dumme Idee, jetzt in die Richtung zu gehen. Hm? Wenigstens sind faire Checkpoints gesetzt, bis jetzt. Ja. Also die nach rechts hier, meinst du? Ja, und wieso war da jetzt zu? Ach, da unten ist jetzt immer noch hell. Jetzt auf einmal. Brecheisen. Wo ist denn dies? Brecheisen. Jetzt gibt's noch was anderes, bevor es mit nicht zumachen. Meinst du? Ja. Was gibt's denn hier noch? Aha. Und jetzt? This house is full of mysteries. I had to spend a lot of time to understand what I should do with the clock. I made an enormous number of laps around the house during my runs. Feeling of fear was still with me. Again and again I heard voices behind me. It felt like walls were talking to me. Even clock was beating with thunder. Okay, weird. Komische Redewendungen. Everywhere I can see an elderly couple. Maybe there are devil girls' parents. Ach, they are devil girls' parents. Okay. Ausnahmsweise passt es. Ja, naja. It is something beyond human understanding. Be careful, next. I never believed in ghosts or any other supernatural manifestation. But in this house, even the air is full of fear and horror. And house. It seems probably... Is was? Also, die Air, also die Luft von diesem Haus ist voll mit Angst, Horror und Haus. Mhm. It seems probably is eating you. I either go crazy or die here. I think I won't get out of here, but I have to. There's nothing that I... That can break me, because I am the best detective. Ja, wenn du wüsstest. Geh mal, schau mal, wie viel Schlag wir haben. Okay. Ja, ein bisschen was haben wir noch anscheinend vor uns. Ein bisschen was haben wir schon noch. Ja, dann nimm mal die Brecheisen mit. Mhm. Das
loopt schon wieder. Oh, kann man hier den Strom wieder anschalten? Ja, bestimmt. Klick, klick. Klick, klick. Kaputt. C'est fini. So, dann aufnehmen. Ja. Pick up a crow. Fick dich. So eine Scheiß. Wobei, der war gar nicht so hart. Ja. War das jetzt wieder hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre schlecht. Ah, die kommt bestimmt umdrehen. Wieder her. Geil. Geht aber schnell. Ja, gell. Wo ist ich denn dies schon wieder? Ich bin ein geübter Detektiv. Ein Bubbe! Gibt's hier noch eine Notiz oben? 7. 7. Ah, und das Stück? 6. Family Guy. Ich weiß genau, wie viel ich trinken kann. Ich hab's mal ausprobiert. Und fährt auch irgendwie die letzte Sau. Steigt aus, nichts passiert. 7. Vorne an der Haube klebt eine Mutter mit Kind. 6. Wie sie aber halt auch schaut, gell? Mhm. Okay. Return to Sender. Aber jetzt müssen wir es doch fast am meisten fehlen. Trotzdem noch ein paar Notizen. Tja. Weil wir brauchen jetzt nur das Ritual ausführen. Das steht im Buch drin. Schauen wir mal. Gut, die Frage ist, was... Wird doch nicht dazwischen kommen. Was für Ingredienzen brauchen wir da? Außerdem kann man die Tür immer noch nicht aufmachen da. Stimmt. Schauen wir mal hier, dann singen wir schon. Muss zumindest das gemacht. Beweg dich. Muss ein bisschen rechts gehen, ja. Jetzt ist es auf einmal drin. Hä? Hat er automatisch gemacht. Aha, aha, aha. Oh, Le Cop. Jo, ich glaube, das ist Zeit für einen Cut, oder? Nö, nö, nö. Okay, krass. Kann man es machen. Kannst du nicht. Lies mal die Notiz. Lies die Notiz. Nein, ich will nicht. Du liest jetzt die Notiz. Ich will nicht. Doch, lies die Notiz. Über den Kopf. How long will it continue? I have no idea where to go. Whispers and laughs are everywhere. It's kind of hell. Boss sent me to the house. Ostensibly to deal with murder, but I haven't found anyone alive in this house. Aha, das ist von dem Cop hier, nicht von dem Detektiv. Ja. There's no way out. Again and again I walk in this house without any purpose or any chance to escape. Every window in this house covered with bars, like in prison. If I don't go crazy, I'll die from hunger. Maybe someone can stop my suffering by killing me? Again, I hear footsteps and creaking like someone is coming here, but the house is empty. What the hell? Ja, ich würde sagen, geh zum Tisch. Meinst du? Meinst du? Zu diesem Ritualtisch hier? Ja. Willst du ein Ritual ausführen? Klick es. Mit dem umgedrehten Kreuz hier. Ey, welche Drecksau macht das? Kill the witch. Kill the witch. Okay. There she is. Das war eindeutig Voodoo. Das war ganz schön knapp, ne, wenn die jetzt schon da stand. Stimmt. Ja, dann gehen wir mal schnell raus hier, oder? Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Kann man da noch ein paar Mal drauf einstechen? Seems that my mission here is done. Ja, dann hinaus. Okay. Ist alles noch da. So, jetzt wird er erstochen. Und wo ist der jetzt? Der Detective? Weiß nicht. Haha. After leaving Murder House, Jason, as we once became one of the most famous detectives. A lot of people admired him. They were trying to learn more about the house and what had happened here, but nobody never found out. When we began to tell about the house, he was interrupted by a terrible headache. Sometimes he even lost consciousness. Again and again, through suffering and pain, he tried to share what was happening in the house, but couldn't. A few years later, he decided to go back to this awful house. He opened that same door, went in there. Never seen him again. Only neighbors said they occasionally saw two red lights in the house. Like two eyes. What happened with you, Jason? Okay. Also, ja, es war nett. Also, es war jetzt nichts Besonderes. Aber, ja, wenn man bedenkt, für 1,50... Ja.
Ja, wieso nicht? Ja, also, ja, war schon, nett. Bisschen länger hätte sein können, ja. Aber... Ja, stimmt. Aber ein Ding hat gefehlt, ne? Aber nicht alles... Oder es war nicht alles belegt. Das kann ja auch sein. Muss ja nicht sein, also. 8 Slots, ne? Man belegt nur 7, damit hältst du die Leute an der Stange. Ja, Grundsatz. Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.